Sie sei offenbar zu früh, sie hineingeplatzt in seine Arbeit, wolle nach dem Haushalt sehen. Haushalt? Sei doch nicht Haushalt, sei seine Werkstatt. Seine Arbeit gehe vor, sie fühle, sie störe ihn. Er eben beendet habe sein Tagespensum. Der Whisky hier sei der Beweis. Ob sie auch wolle? Einen Schluck. Genug. Sei schon zu viel. Ob er ihr sein Geschriebenes zeigen wolle? Es sei der Anfang endlich von seinem Stück und völlig neu. Nichts mehr von dem, was sie schon kenne. Sei aber doch sehr interessant gewesen, dieses Gegenbild. Die Bühne als Zuschauerraum. Gegen den Zuschauerraum sei Illusion. Noch dazu, wenn mit Toten besetzt, die um nichts weniger lebendig seien als die eigentlichen Zuschauer. Man sei direkt gezwungen zu fragen, wie kämen Tote dorthin, und es gebe keine Antwort, nur es hinzunehmen. Aber etwas einfach hinzunehmen, sei keinem Publikum heute zuzumuten. Es müsse bei allem wissen, warum. Es könne verstehen, dass es Geheimnisse gebe. Davon lebe Poesie. Er müsse 100-mal neu beginnen, ehe er den Anfang habe. Einen Anfang nämlich, in dem alles schon drinnen sei, von ihm nur noch herauszuziehen, und das habe er jetzt. Sie wolle es gern sehen, aber wenn er dann nicht weiter könne? Nie zu früh es aus der Hand zu geben, praktiziere sie. Übrigens habe er diesmal einen Motor entdeckt. Zeilen jeweils 3 fortlaufend nummeriert, bis es ein Stück sei. Dadurch wisse er genau, woran beim Schreiben er denken müsse. Nämlich immer nur 3 Zeilen, die zusammen eine Art Strophe ergeben. Er könne doch nicht schreiben, wenn er an sein Stück unentwegt als Ganzes denke. Es sei nur der Anfang. Sie solle es durchlesen und gleich sagen, wenn etwas nicht stimme. Eine 3-zeilige Strophe gelinge ihm fast jederzeit. Dadurch falle eine Hemmung fort. Überhaupt sei 3 die Zahl, an der er sich hier halten wolle. Wenn er dann komme, so gegen 8, sei er mit drin. Natürlich sei ihm auch die Grammatik eingefallen. Subjekt, Prädikat, Objekt. Auch darin spiegle sich Dramatisches. Wie er das alles wisse, ob er es immer gewusst habe oder erst jetzt.
Erst jetzt und außerdem immer. Jeder wisse es. Sie wisse nicht, ob sie es gewusst habe, bevor er es gesagt habe. Nicht jeder denke daran, nicht ununterbrochen, aber jeder wisse es, nämlich könne es wissen, sobald er darauf komme, nämlich darauf stoße. Im Übrigen wisse er einen Dreck. Sein eigenes Stück, das Entstehende, sei einfach Alltagsdreck. Chronik der laufenden Ereignislosigkeit mit ihm, ihr und dem Erwarteten. Drei doch kein Dreieckstück, da Eros und Sexus, er habe den Unterschied nie kapiert, nicht länger zu seiner Erfahrung zählten, und er strikte mit Erfahrung operiere, zum Beispiel Magerquark und Knäckebrot. Sie habe inzwischen den Anfang gelesen und finde ihn fabelhaft. Es gehöre zum Besten, dass er je geschrieben habe. Ob sie nicht bloß, wenn sie das sage, ihn aufmuntern wolle? Verhindern, dass er sogleich wieder in seinen Abgrund stürze. Dass sie ihm immer noch aufrichtig ihre Meinung gesagt habe. Dass ihn ihr Urteil überaus freue, beinahe glücklich mache. Außerordentlich diese Verwendung des Konjunktivs, den sie selbst so liebe. Außerdem alles in der dritten Person. Damit sei die Sache so gut wie gelaufen, nur noch auszuschreiben. Wobei Konjunktiv ebenso wie dritte Person ein Gleiches erreichten. Es klinge jedenfalls ganz außerordentlich. Zur Objektivierung im Sinne der Zerstörung von Illusion trage der Konjunktiv ebenfalls bei. In das Stück wieder hineinkomme,
Freilich könne der Sprecher, um sein Erzählen zu betonen, dass es keine Konversation sei. Indem er etwa bei der Frage, ob sie auch tatsächlich satt sei, sie kaum ansehe oder gar nicht ansehe. Oder sich ostentativ abwende von ihr. Aber ebenso könne er einen liebevoll besorgten Ton in diese Frage bringen und seinen Blick, seine Miene, seinen Körper dementsprechend nach ihr richten. Und so lasse sich das ganze Stück hindurch die Illusion des Sichtbaren entweder betonen oder verringern. Aber am besten vielleicht lasse es sich schwankend tun, die Illusion des Sichtbaren abwechselnd betonend und verringernd. Und dazu noch in verschiedenen Graden, was aber wirklich Sache des Regisseurs sei. Und seiner größeren oder geringeren Ambition oder Geschicklichkeit, wenn er es inszeniere. Obwohl er es für ein Scheißstück halte, werde er eine andere Wirkung erzielen, als wenn er es inszeniere, weil er es für ein Superstück halte. Woraus man ersehe, dass alles, was der Autor an Mannigfaltigkeit dem Stück zu geben versäumt haben möge, durch die mannigfaltigen Möglichkeiten der Regiekunst wettgemacht werde oder werden könnte.